Wunderbar, jetzt weiß ich nicht, wie es geplant ist. Ich vermute mal, dass zunächst die Herren vom Weller Markt die Präsentation starten, dass dann unser Landrat die Ergänzungen vornimmt und im Anschluss, weil wir als Verwaltung ja auch die Erkundung beim Einzelhandel und der Bevölkerung schon gestartet haben, würde dann unser neuer Wirtschaftsförderer, der Herr Fischer, auch zu der Situation etwas sagen, um dann anschließend in die Diskussionsrunde einzusteigen. Herr Abrech, Herr Giel, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir die Chance haben, das Projekt hier vorzustellen. Herr Hallerbach, für Sie wird es jetzt ein bisschen langweilig. Sie kennen das alles aus dem FF. Ich hoffe, Sie können es trotzdem noch ertragen. Aber es gibt ja auch immer aus diesem Projekt, was jetzt 2 Jahre an diesem dicken Brett gebohrt wurde, immer was Neues zu berichten. Und vielleicht ist dann doch der eine oder andere interessante Punkt noch für Sie dabei. Ich würde jetzt gerne die Präsentation freigeben. Muss ich da oder müssen Sie was tun? So, Sie sehen jetzt eine grüne Seite. Also ich höre nichts, aber gehe mal davon aus, dass Sie das sehen. Also in diesem Projekt geht es um die Stärkung Die läuft. der regionalen Die läuft. Wertschöpfung, ja? Die läuft. Die läuft, okay, wunderbar. Also es geht um die Stärkung der regionalen Wertschöpfung und das Projekt, was, jetzt geht es aber nicht weiter hier. Doch, jetzt geht es weiter. Das Projekt, was entstanden ist als Idee vor ungefähr 3 Jahren, ist eine digitale Vermarktungsplattform für regionale Einzelhändler und Erzeuger. Entstanden ist das Ganze aus einem regionalen Netzwerk der Werbe- und Aktionsgemeinschaften. Der Herr Giel hat dieses Netzwerk mal gegründet. Wir haben in diesen 3 Landkreisen etwas über 20 solcher Werbe- und Aktionsgemeinschaften und in diesem Netzwerk sind 8 nominell vertreten, aber wir haben einen regen Austausch mit allen anderen, die sich auch noch nicht zu einer Mitgliedschaft haben durchringen können. Wir hatten dann die Gelegenheit, im Auftrag der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. eine umfassende Markt- und Potenzialanalyse zu erstellen. Das war schon im letzten Quartal 2018. Und Corona war noch nicht in Sicht und trotzdem sind dann da sehr beeindruckende Zahlen bei rausgekommen. Als wir dann uns entschieden haben, das Projekt tatsächlich anzugehen und in die konkrete Planung zu gehen, haben wir sehr schnell festgestellt, dass man für ein solches Projekt eine professionelle Betreibergesellschaft braucht, die auch mit hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt ist. Und dazu wurde dann am 18.09. eine Genossenschaft, nämlich die Weller Markt EG, gegründet mit einem ordentlichen Vorstand und mit einem Aufsichtsrat. Und meine Aufgabe ist es dort von Beginn an, das Projekt zu beraten und zu begleiten. Wir haben uns natürlich auch ein Erscheinungsbild und einen Slogan gegeben und wir sagen: Alles, was wir tun, ist radikal regional. Die Frage, die man uns immer wieder stellt: Warum braucht der Westerwald überhaupt einen digitalen Marktplatz? Warum brauchen die Einzelhändler und regionalen Erzeuger einen digitalen Marktplatz? Und dann kommt oft noch so eine Frage: Warum wollt ihr überhaupt dieses Risiko eines solchen Projekts eingehen? Unsere Antwort darauf ist immer ganz klar und einfach. Wir sagen nämlich, der Risikofall ist längst eingetreten. Und ich zeige Ihnen jetzt eine Zahl, die Sie vielleicht wundern oder erschrecken wird. Und das ist eine Zahl, die wir ermittelt haben Ende 2018. Das ist der statistisch ermittelte Umsatzverlust in den 3 Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald von circa 450 Millionen Euro.
Das sind die Umsätze, die aus dieser Region in den Onlinehandel fließen. Davon landet etwa 45% alleine bei einem Anbieter, der mit A anfängt und mit N aufhört. Sie wissen, wovon ich rede. Der Rest bei eBay, Zalando und dann die übrigen 40%, die teilen sich Tausende von kleinen Online-Shops, die auch zum Teil vom regionalen Einzelhandel betrieben werden. Allerdings ist unsere Einschätzung, dass wir hier in diesen drei Landkreisen etwa 3%, maximal 5% der Einzelhändler einen Online-Shop betreiben. Nun kam das Jahr 2020 mit dem ersten Lockdown und da ist natürlich einiges nochmal in Bewegung geraten. Und wir haben in 2020, die Zahlen sind jetzt von den Verbänden veröffentlicht worden, für Güter des täglichen Bedarfs ein Wachstum von sage und schreibe 40,9% zu verzeichnen. Und das sind alles Umsätze, die dem regionalen Einzelhandel verloren gehen. Interessant dabei ist, dass erstmals im Jahr 2020 auch die Altersgruppe 50+ die Mehrheit übernommen hat. Das heißt, genau 55,6% aller Online-Käufer waren im Jahr 2020 älter als 50 Jahre. Und bislang galt diese Altersgruppe immer noch als besonders treu für den stationären Einzelhandel. Also das hat sich auch radikal geändert. Somit ist der prognostizierte Umsatzverlust in den nächsten 5 Jahren, und jetzt sind wir mal ganz optimistisch und unterstellen eine jährliche Steigerungsrate von nur 10%, weil irgendwann öffnen wieder die Geschäfte und das Wachstum des Onlinehandels wird sich vielleicht wieder auf das alte Niveau nivellieren. Dann reden wir über einen Umsatzverlust von 3 Milliarden in den drei Landkreisen über 5 Jahre. Was passiert jetzt nach dem Lockdown? Ich glaube, wir müssen die Geschäfte in 2 Gruppen einteilen. Das sind auf der linken Seite die Friseure, Fitnessstudios und Dienstleister. Und die werden das Glück haben, und das sieht man jetzt schon bei den Friseurterminen, ja, die sofort wieder ausgebucht sind. Das heißt, alle diejenigen werden ihre Kunden sehr schnell wieder zurückgewinnen. Beim Einzelhandel ist das nicht klar. Also viele Kunden, die vorher nie online gekauft haben, und das war im Übrigen auch gestern ein Thema in der Talkrunde bei Lanz, hat der Oberbürgermeister von Schweinfurt das Gleiche gesagt, der Einzelhändler muss die verlorenen Kunden mühsam zurückgewinnen. Es ist nicht selbstverständlich, dass diejenigen, die jetzt erstmals online gekauft haben, sich daran gewöhnt haben, das vielleicht sogar bequem finden, dass die in dieser Weise zurückkehren in den Einzelhandel. Wir sind da sehr gespannt. Was man aber sagen kann, ist, dass die wachsende Zahl der Online-Käufer nach der Corona-Pandemie mit diesem Fragezeichen versehen ist. Und kommen sie zurück? Nein, sie werden nicht zurückkommen, wenn man seitens des Handels die veränderten Bedürfnisse der Kunden ignoriert. Aber sie kommen zurück, und die Chance ist zumindest groß, wenn der Bedarf nach Online-Einkauf erkannt und natürlich auch bedient wird. Und das ist, wie wir wissen und wie Sie es vielleicht selbst auch als Kunde des Einzelhandels, ist eine absolute Minderheit, die Online-Einkauf anbietet. Jetzt sind natürlich hektisch im Rahmen der Corona-Pandemie einige Projekte gestartet worden mit sogenannten Click-and-Collect-Kauf, wo man aber dann trotzdem noch sich ins Auto setzen muss und zu ganz bestimmten Zeiten die Ware abholen muss. So, wie sollte der Einzelhandel, wenn er denn nun will, in den Onlinehandel starten? Und da hat jeder Unternehmer 2 Optionen.
Er kann das einsam machen oder er kann es gemeinsam machen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass insbesondere die kleinen, inhabergeführten mittelständischen Unternehmen gut beraten sind, wenn sie sich einem Marktplatz anschließen. Das ist nicht nur unsere Meinung, sondern auch die Meinung vieler Handelsexperten. Warum ist das so? Weil eine gemeinschaftliche E-Commerce-Plattform einfach Synergien schafft. Nämlich ein Sortiment auf die Beine stellen kann, viele Anbieter, das für die Kunden viel attraktiver ist als ein einzelner Shop. Die Marketingkosten, die mittlerweile im Internet wirklich hoch sind, also vor Jahren hieß es ja mal, im Internet ist alles kostenfrei. Natürlich kann man seine eigene Facebook-Seite machen und auch dafür sorgen, dass man über Google gefunden wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ohne Geldeinsatz gelingt, ist allerdings mittlerweile sehr, sehr gering. Jeder erhält über einen Marktplatz eine höhere Internetsichtbarkeit. Der Einstieg in den Onlinehandel wird erleichtert, weil die Mitarbeiter der Genossenschaft auch dem Handel helfen werden. Wir haben zum Beispiel morgen früh eine Telefonkonferenz mit der Leiterin der IHK-Akademie, die sich bereit erklärt haben, auch Grundkurse für Einzelhändler mit uns gemeinsam anzubieten, um auch das entsprechende Know-how so für die ersten Schritte zu erwerben. Und für diejenigen, die schon Online-Shops haben, aber die nicht so richtig auf die Beine kriegen, weil sie die Marketingausgaben nicht stemmen können, denen helfen wir, indem sie ihren Online-Shop an den Wellermarkt anbinden können. Was dann eigentlich im Kreis Neuwied mit der Wirtschaftsförderung da als Idee auch entstanden ist, ist die regionalen Erzeuger einzubinden. Herr Hallerbach und ich, wir waren mit Julia Klöckner auf Tournee. Die hatte ja im Sommer eine Reise durch den Kreis gemacht und wir hatten die Gelegenheit, dank Herrn Hallerbach, das Projekt dort vorzustellen. Und wir haben dort festgestellt, dass eben regionale Erzeuger von landwirtschaftlichen Produkten ein sehr großes Interesse haben, an diesem Marktplatz teilzunehmen. Und diese regionalen Erzeuger spielen dann eine ganz wichtige Rolle, weil sie geben diesem Marktplatz eine gewisse Einzigartigkeit. Weil die meisten Produkte, die diese Erzeuger anbieten, kann man nicht bei Amazon kaufen. Und was natürlich auch entsteht, wenn ein Marktplatz eine bestimmte Bedeutung hat und auch ja, regional verwurzelt ist, auch den Namen der Region trägt, dass es einfach einen Beitrag leistet, mehr Bewusstsein für unsere regionalen Wirtschaftskreisläufe zu schaffen. Wir haben uns in viele Projekte in Deutschland angesehen. Es gibt insgesamt bis zu 150 sogenannte Local-Commerce-Projekte und etwa 30 bis 36 sind Plattformen, bei denen man tatsächlich kaufen kann. Bei weitem nicht alle sind erfolgreich. Und wir haben uns natürlich angeschaut und wollten wissen, was führt dazu, dass eine regionale Plattform erfolgreich ist und was begründet auch eine Stagnation oder manchmal sogar ein Rückgang oder sogar auch Regionen, die solche Projekte wieder eingestellt haben. Was wir herausgefunden haben, ist, dass der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg gerade im ländlichen Raum die eigene Lieferlogistik ist. Wenn Sie jetzt die Wirtschaftspresse lesen, ist ja wahrzunehmen, dass gerade die Lieferdienste in den Großstädten boomen, dass deren Aktienkurse heftig gestiegen sind und dass die sich als Nutznießer von Corona sehen. Was aber klar ist, und das kann man auch aus den Strategien dieser Unternehmen rauslesen, die werden nie in den ländlichen Raum kommen, weil das für die
finanziell unattraktiv ist. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, eine eigene Lieferlogistik auf die Beine zu stellen. Das hat natürlich unser Projekt gleich viel teurer gemacht, auch mit einem gewissen Risiko beladener gemacht. Aber aus unserer Sicht und unserer tiefen Überzeugung ist das der einzige Weg, der wirklich am Ende zu einem nachhaltigen Erfolg führen wird. Weil die letzte Meile zum Kunden, die ist die entscheidende. Die sorgt für die Bequemlichkeit. Das Online-Bestellen ist die eine Sache. Aber eine verlässliche Lieferung an die Haustür zu bekommen, ist die andere. Und das sind nun mittlerweile die Online-Käufer gewohnt. Und das erwarten sie. Und wenn man das nicht anbietet, ist man nicht mehr wettbewerbsfähig. So einfach ist es. Eine Perspektive, die wir dann insbesondere den kleinen Orten bieten wollen, aber nicht nur den kleinen Orten, sondern Firmen mit hohen Mitarbeiterzahlen. Das ist der sogenannte digitale Dorfladen. Ist nichts anderes als eine digital organisierte Abholstation mit sogar gekühlten Boxen. Und diese Abholstationen können nur existieren mit einem eigenen Lieferdienst. Das heißt, DHL und Co. und Hermes würden solche in Orten montierten digitalen Dorfläden nie beliefern. Wir als Genossenschaft würden uns aber verpflichten, die zu beliefern. Und damit, insbesondere für Orte, in denen sich auch kein Dorfladen rechnet oder wo die Öffnungszeiten eines Dorfladens sehr begrenzt sind und oftmals die berufstätige Bevölkerung nicht bedienen können, ist das eine Zukunftsoption, die nicht im ersten Schritt realisiert werden kann, aber die auch in naher Region jetzt schon realisiert wird, in Wassenach, in der Nähe von Andernach, hat man mit Liedermitteln jetzt einen solchen digitalen Dorfladen finanziert. Und die haben es relativ einfach, weil der dort auf dem Dorfplatz platziert wird und gegenüber ist gleich der Dorfladen. Das heißt, dann können die Kunden außerhalb der Öffnungszeiten dort ihre Produkte abholen. Also die haben dieses Lieferlogistikproblem nicht. So, jetzt übergebe ich das Wort mal an den Vorstand der Genossenschaft und Mitinitiator Andreas Giel. Wir beide kämpfen hier seit 2 Jahren Seite an Seite für dieses Projekt. Und er wird Ihnen kurz schildern, wo wir im Moment in diesem Projekt stehen. Ja, vielen Dank, Sendling. Ich werde gehört und guten Abend in die Runde. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, was wir in den letzten Monaten gemacht haben und wo wir aktuell uns mit beschäftigen. Mit den Erkenntnissen, die wir eben gerade gehört haben aus der Machbarkeitsstudie und unserem Lösungsansatz, sind wir in den letzten Monaten in den 3 Landkreisen auf Tournee gewesen, um möglichst viele regionale Akteure zu erreichen und zu begeistern. Mittlerweile in weit über 100 Informationsgesprächen, Veranstaltungen und zuletzt auch Videokonferenzen wie heute Abend haben wir unser Projekt vorstellen können. Anlaufstationen unserer Tour waren unter anderem in erster Linie selbstverständlich die Werbegemeinschaften der Region mit ihren Gewerbetreibenden. Wir waren bei Treffen der regionalen Erzeuger. Wir waren nicht nur bei Herrn Hallerbach, sondern auch bei Herrn Dr. Enders und Herrn Schwickert im Haus. Wir durften das Projekt bei den Verbandsbürgermeistern vorstellen. Wir waren bei den Wirtschaftsförderern, wir waren bei den Wir Westerwälder, wir waren bei den Vertretern der LIDA-Region, wir haben Landes- und Bundespolitiker aufgesucht. Wir waren bei der IHK, wir waren beim Einzelhandelsverband, beim Bauernverband, bei den regionalen Banken und selbstverständlich bei Einzelgesprächen in Bezug auf die Gewerbetreibenden. In diesen vielen Gesprächen erhielten wir nicht nur positive Rückmeldungen, sondern über 70 Gewerbetreibenden und Institutionen haben uns schriftlich eine Absichtserklärung, ein Letter of Intent eingereicht, in dem sie erklärten, sich ein
einem regionalen Online-Angebot zu beteiligen oder es für wichtig erachten würden, dass es so eins gäbe. Bei den Vertretern der LIDA-Region waren wir ebenfalls vor Ort. Stichwort LIDA, wird den meisten von Ihnen was sagen. LIDA-Programme sind von der Europäischen Union geförderte Projekte. Für unser Vorhaben haben sich die vier LIDA-Regionen im geografischen Westerwald, die LAG Raiffeisenregion, die LAG Rhein-Wied, die LAG Westerwald-Sieg und die LAG Westerwald unter der Leitung der LAG Raiffeisenregion zusammengeschlossen, um im LIDA-Lenkungsausschuss des Landes die sogenannte Landesreserve für unser Projekt zu reservieren. Das ist auch gelungen. Das steht immer noch für uns zur Verfügung. Wir stehen aktuell mit der ADD in Trier in Kontakt und gehen davon aus, dass der Antrag auf das LIDA-Förderprogramm in den nächsten Tagen von uns aus final gestellt werden kann. Anfang Dezember konnten wir nach langen Bemühungen erreichen, dass die drei Kommunalaufsichten der Kreis eine Zuschussmöglichkeit der Verbandsgemeinden genehmigten. Hier war auch unterstützend Herr Landrat Hallerbach für uns tätig. Die Zuschussbasis ist ein einmaliger Betrag von 50 Cent pro Bürger angedacht. Also die Kommunalaufsichten haben dem schon zugestimmt. Die Verbandsgemeinden könnten jetzt, wenn sie wollen. Zugesagt haben bereits die Verbandsgemeinde Betzdorf, Dardenherdorf und Walmroth. Und weitere Verbandsgemeinden haben eine Entscheidung in Kürze angekündigt. Das sind also viele Gremienentscheidungen in dem Monat März, spätestens Anfang April, vorgesehen. Für das Sponsoring und Werbepartner waren wir ebenfalls schon unterwegs, hatten Gelegenheit mit der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Westerwaldbank sehr frühzeitig da ein oder zwei Partner schon ans Land zu ziehen. Wir sind auch mit den Neuwiederbanken zurzeit in Gesprächen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch in den nächsten Tagen positiv abgeschlossen wird. Des Weiteren waren wir bei Unternehmen erfolgreich, die nicht direkt einen eigenen Nutzen an der Plattform sehen, weil ihr Produkt oder Dienstleistung nicht dafür geeignet ist, aber dennoch etwas für die Region tun wollen. Also da sind auch Sponsorengelder bzw. erhöhte Beitrittserklärungen von Unternehmen bereits erfolgt. Auch sind wir mit der Investitions- und Strukturbank in Mainz unterwegs. Da führen wir zurzeit aktuell Gespräche. Da können wir allerdings noch nicht von einem Abschluss sprechen. Da hatten wir auch letzte Woche noch eine Videoschalte. Da sind noch erst einige Punkte zu klären. Und aus heutiger Sicht, was wir da an Zinszahlungen zu leisten hätten, das müssen wir uns noch mal ganz genau anschauen. Wie eben bereits gesagt, wurde die Weller Genossenschaft im September 2020 von 10 Mitgliedern formell gegründet. Von Beginn an erfolgt eine Beratungsunterstützung durch den Genossenschaftsverband aus Neu-Isenburg. Der Genossenschaftsverband befindet sich auch momentan in der Begutachtung unseres Businessplans. Diese positive Begutachtung ist unter anderem Voraussetzung für die Eintragung ins Genossenschaftsregister. Diese gutachterliche Prüfung wird die Tage abgeschlossen sein, gehe ich stark davon aus. Also habe ich die ganze Woche über Kontakt mit gehabt, da gehe ich wirklich davon aus, dass das nächste Woche positiv beschieden wird. Aktuell haben wir seit heute Mittag, die Zahl ist schon wieder erhöht, 150. Oh, haben wir die 150? Bitte? Haben wir die 150? Ja, haben wir schon. Ja. Also den Satz von gleich musst du nochmal korrigieren. Ja, wunderbar. Aktuell haben wir seit heute Mittag 150 Mitgliedsanmeldungen mit einem Beitragsvolumen von 75.300 €. Dabei äußerst positiv, dass über die Hälfte der Mitglieder, also weit über 130, 140 Privatpersonen sind und somit die Bürger ein regionales Projekt auch finanziell unterstützen. Wir haben also Zusagen von Familien bis zu, man höre und staune, 5.000 €. Zwischendurch haben wir noch
Verhandlungen mit potenziellen Plattformanbietern gehabt. Die stehen eigentlich, die sind final besprochen. Da ist ein Vertragsabschluss dann zu jeder Zeit möglich. Und diese Plattformen könnten auch technisch innerhalb von wenigen Wochen, 4 bis 6 Wochen am Start sein. So, all diese Aktivitäten müssen in den nächsten Wochen, also allzu viel Zeit haben wir nicht mehr, erkennbar zu Ergebnissen führen, damit der Projektstart, und der ist von uns wirklich anavisiert, Juli 2021, ich wiederhole, also Sommer 2021, gesichert wird. Das ist zwar noch ein Stück weit Arbeit, aber das machen wir jetzt schon 2,5 Jahre. Und im Moment gehe ich davon aus, dass das zu einem guten Gelingen führen wird. Wendli, ja, steigst du noch mal wieder ein. Ja, vielen Dank, Andreas. Dann kommen wir auch schon in den letzten Teil. Hier noch ein paar Pressestimmen. Also wir rühren natürlich auch kräftig an der Trommel. Auch hier mal mit Hilfe von Herrn Hallerbach hatten wir einen schönen Artikel über die Tournee von Julia Klöckner und unsere Möglichkeit der Präsentation im Sommer. Die Verbandsgemeinde Walmeroth, die als erste VG einen Zuschuss gewährt hat. Dann die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebertshain, die dann auch von sich aus in die Presse gegangen ist. Und das Höchste, was einem passieren kann, ist, wenn man von einem Karikaturisten aufgegriffen wird. Also es war in der Rheinzeitung schon eine Karikatur über den Wellermarkt. Und dann hat, und dankenswerterweise auch die Verbandsgemeinde Asbach im Vorfeld dieser heutigen Veranstaltung ja schon einiges an eigener Öffentlichkeitsarbeit in Szene gesetzt, was unserem Projekt sicher auch bei anderen Verbandsgemeinden sehr gut geholfen hat, weil wir haben uns dann erlaubt, das auch auf unserer Facebook-Seite zu veröffentlichen, wo wir teilweise eine Reichweite haben von über 4.000 Leuten, die wir alleine über unsere Facebook-Seite erreichen. Am Schluss, welche Vorteile ergeben sich überhaupt für die Kommunen? Das ist zunächst die Förderung der regionalen Wirtschaftskreisläufe und da will ich gar nicht ins Detail gehen. Alles, was damit zusammenhängt, alles, was Sie oft diskutieren, Leerstandsproblematik, Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und alles, was zu diesen Wirtschaftskreisläufen dazugehört. Auch ein Aspekt ist die Verbesserung der Versorgung von Ortsgemeinden ohne Lebensmittelhandel. Und das sind über alle drei Landkreise, je nach Landkreis etwas unterschiedlich, zwischen 30% und 40% aller Ortsgemeinden, die überhaupt keine Verkaufsstelle mehr haben, weder Bäcker noch Metzger noch Dorfladen. Und das wollen wir natürlich lösen mit unserem regionalen Lieferdienst, weil die Dorfläden halt aus wirtschaftlichen Gründen auch ganz begrenzte Öffnungszeiten haben und auch ein kleines Sortiment. Wir können uns aber auch vorstellen, mit den existierenden Dorfläden zusammenzuarbeiten und die zum Beispiel als eine Abholstation sehen. Und am Ende ist es dann auch ein Stück Daseinsvorsorge für den wachsenden Anteil älterer, immobiler Menschen, die in den Dörfern leben. Ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz wollen wir natürlich auch leisten, indem wir viele individuelle Einkaufsfahrten einsparen. Unsere Logistik ist so ausgelegt, dass wir weitgehend auf Versandverpackungen verzichten können. Also im Moment jubelt ja die deutsche Verpackungsindustrie, also Wellpappwerke haben Hochkonjunktur und das landet halt alles in der Tonne. Und wer jemals online bestellt hat, wird auch sehen, dass immer viel Luft verpackt wird. Das hat damit zu tun, dass die Online-Händler eben nicht alle Packungsgrößen bevorraten wollen und deshalb manchmal viel zu große Kartons durch die Gegend schicken, die dann von den Endkunden wieder entsorgt werden müssen und im Müll landen. Was auch natürlich mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wenn mehr regionale Erzeugnisse gekauft werden, die haben einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. Jetzt ist auch noch hinzugekommen und das steht jetzt mittlerweile fest, dass unsere Lieferfahrzeuge Elektrofahrzeuge sein werden.
Am Ende geht es auch insgesamt um die Steigerung der Attraktivität der Region durch Vermeidung von Leerständen, durch Bindung von jungen Menschen an die Region, die eben eigentlich mit dem Internet groß geworden sind und für die das eine Grunderwartung ist, dass sie online kaufen können oder die sich vielleicht sogar hier selbstständig machen wollen, eine Existenz gründen wollen im Handel oder vielleicht sogar als regionale Erzeuger. Man sieht in anderen Regionen, in den Weinregionen, dass immer mehr junge Leute auch bereit sind, wieder in diesen Beruf zu gehen. Eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf, weniger Zeitbedarf zum Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs. Heute hat mir noch ein Handelsexperte geschrieben, dass er Pendler, Berufspendler ist, seine Frau ist berufstätig und er sagt, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich würde viel lieber regional einkaufen und hier die Wirtschaft stützen, aber die Öffnungszeiten nur vielleicht von Rewe und Edeka kommen mir entgegen, aber die Öffnungszeiten des Handels sind für mich nicht erreichbar. Ja, wie kann man sich beteiligen? Das gilt jetzt für die Bürgerinnen und Bürger, die da auch reichlich von Gebrauch machen, wie Andreas vorhin geschildert hat. Die Mindesteinlage sind 100 Euro. Und um das nochmal zu wiederholen, das war das, was wir mit der Kommunalaufsicht, und dann nochmal vielen Dank an Herrn Hallerbach, der uns da den Weg geebnet hat, überhaupt mit denen ins Gespräch zu kommen, hat man sich geeinigt darauf als Empfehlung, wir nehmen auch mehr, gerne, pro Einwohner 50 Cent in das Projekt als verlorenen Zuschuss zu geben und das gegebenenfalls auf 2 Jahre aufzuteilen. Ja, und dann darf ich mich jetzt schon mal bedanken für Ihre Unterstützung. Ich hätte jetzt eigentlich die Aufforderung gegeben, heute Abend noch die 150 Genossenschaftsmitglieder voll zu machen. Aber dann sagen wir, machen wir die 200 voll morgen. Aber das ist schon mal ein kleiner Meilenstein, dass wir jetzt in der relativ kurzen Zeit, wo wir überhaupt die Genossenschaft gegründet haben, natürlich auch noch kein Geld haben, um richtig Marketing zu machen, dass sich doch schon 150 Leute entschlossen haben, wirklich mit eigenem Geld in dieses Projekt zu investieren. Erstmal vielen Dank und dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Ja, bevor der Herr Hallerbach jetzt startet, vielleicht noch 2 Fragen vorweg an Sie, Herr Abrech. Und zwar in der Veranstaltung auf Bürgermeisterebene hatten Sie auch was gesagt, was das den Einzelhändler ungefähr kostet, wie da diese Kostenstruktur ist. Ich glaube, in den Rückflüssen von unseren Einzelhändlern haben wir gehört, dass da einige heute Abend zuschauen und das auch eine ganz interessante und wichtige Frage ist. Vielleicht könnten Sie das noch ergänzen. Und natürlich ganz zentral, wann wollen Sie an den Start gehen? Genau. Also die letzte Frage zuerst hat vorhin der Andreas ja schon mal angedeutet, wenn wir jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate die Finanzierung gestemmt bekommen, könnten wir im Juli, also in diesem Sommer, starten. Wobei der Engpass nicht das Aufsetzen der digitalen Plattform ist, weil wir letztendlich eine fertige Software lizenzieren, die schon in einigen Regionen Deutschlands genutzt wird. Der Engpass ist die Anbindung der einzelnen Händler an den Marktplatz und wir wollen erst starten, wenn wir 50 Händler zusammen haben, um von Anfang an auch für die Kunden ein attraktives Sortiment zu haben. Der zweite Teil, was kostet das Ganze? Klammer auf, unter Vorbehalt, Klammer zu, weil wir an diesen Kosten noch etwas feilen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass es eine kleine Eintrittsgebühr gibt, die nach der Größenordnung, also nach dem Umsatz des Einzelhändlers gestaffelt sein wird. Wir sehen im Moment, dass sogar diese Eintrittsgebühr über die Überbrückungshilfe 3
oder über dieses neue Programm der ISB, DigiBoost heißt das, in einem hohen Prozentsatz finanziert werden kann. Also das steht explizit in der Überbrückungshilfe 3, dass Eintrittsgebühren für Marktplätze gefördert werden. Das muss aber dann jeder Einzelhändler mit seinem Steuerberater besprechen. Wir können da keine verbindliche Empfehlung geben, aber ich kann nur jedem empfehlen, nochmal die Bedingungen zu sehen. Da steht das explizit drin. Das Zweite ist, dass auch gestaffelt nach einer Größenordnung eine monatliche Gebühr für das Vorhalten der Logistik, für die für das Marketing und so weiter erforderlich ist. Und das sind das ist eine Staffel von 3 Beträgen. Für die kleinen Händler 49 Euro im Monat, für die mittleren Händler, die dann schon über 200.000 bis 750.000 Euro Umsatz liegen, sind das 99 Euro und 149 für diejenigen, die über 750.000 Euro Umsatz liegen. Darüber hinaus im Schnitt 8% Umsatzbeteiligung. Daraus finanziert sich der Marktplatz und auch die Logistik. Warum sage ich im Schnitt? Weil das nach Warengruppen und Anbietern unterschiedlich gehandhabt wird. Aber wir werden bald eine Preisliste rausgeben, indem wir das transparent machen. Also es gibt Sortimente, die auch über etwas leicht über 10% liegen. Und es gibt Sortimente wie zum Beispiel Lebensmittel, wo die Spanne sehr gering ist, die auch ein ganzes Stück unter diesen 8% liegen werden. Das nur mal als einen ersten Anhalt. Wenn erfahrene Onliner das vergleichen mit den üblichen verdächtigen Marktplätzen wie Amazon, Zalando und Co., werden sie unschwer feststellen, dass die ein ganzes Stück teurer sind. Und in diesen 8% sind zum Beispiel die Gebühren für das Online-Bezahlsystem schon enthalten. Die kommen nicht nochmal obendrauf. War das so für Sie vollständig? Ich denke, das war ein wichtiger Aspekt für die Händler, die uns heute zuschauen, und auch für die Ratsmitglieder. Ja, Achim, hast du Ergänzungen? Ja, zunächst mal einen schönen guten Abend hier in die Runde. Schön, dass ich mal wieder mit dabei sein darf. Vor allen Dingen hat auch bei so einem Thema der Weller Markt, sehen hier den Abschlusschart, radikal regional. Wer den Herrn Abrecht kennt und den Herrn Giel, die sind in einer stoischen Ruhe seit 3 Jahren unterwegs und sind wirklich tiefenentspannt und wirklich mit einer großen Überzeugung. Der Herr Giel hat schon ganz lange Haare bekommen aus diesem Prozess heraus. Ja. Herr Abrecht, wirklich graue Haare, schneeweiße Haare. Ja, genau. Das bezeichnet es einfach, Sie sind überzeugt von diesem Projekt. Und das hat uns halt auch in der Runde der Via Westerwälder natürlich auch, hat uns sehr angetan. Denn Sie haben uns ein Projekt präsentiert, was wirklich seinesgleichen sucht und was genau auch in diese Zeit mit hineinpasst. Und ich will das mal eigentlich mit dem Zitat von Raiffeisen, was mir gerade noch so einfiel, das Geld des Dorfes dem Dorfe. Denn hier geht es ja darum, regionale Wertschöpfung in der Region, im Dorf, im Ort zu behalten. Und da haben wir uns ja auch lange Zeit immer wieder Gedanken gemacht, wie schaffen wir das dann überhaupt? Und jetzt kam natürlich mit der Corona-Pandemie auch nochmal dieser Schwerpunkt Onlinehandel. Und die Zahlen, die der Abrecht zu Beginn ja präsentiert hat, wie viel Wertschöpfung hier in der Region uns verloren geht, in dem Großraum Westerwald, das ist enorm. Und allein diese Zahl, die muss man dann auch mal auf sich wirken lassen. Und wenn ich halt von Via Westerwälder rede, ich glaube, die meisten Kollegen wissen auch, dass ich dafür brenne, weil ich überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, den wir hier beschritten haben, mit vor 3 Jahren mit den 3 Kollegen Altenkirchen, Westerwald, Neuwied, hier eine Wirtschaftsregion zusammenzufügen, die sich trägt. Und wir haben in dieser Region derzeit knapp 520.000 Bürgerinnen und Bürger in diesen 3 Kreisen. 520.000 Bürgerinnen und Bürger, die auch gleichzeitig Kunden sind.
Kunden untereinander, Kunden mit Multiplikatoren, mit unterschiedlichen Opinion-Leadern. Und ich glaube, dass das auch das Interessante ist, was mit dazu beiträgt. Denn diese 520.000 Bürgerinnen und Bürger, sie erzielen letztendlich auch ein Bruttoinlandsprodukt von 16 Milliarden. Und das ist etwas, wo wir ganz klar sagen müssen, warum gehen denn diese 40,9%, also fast die Hälfte, warum muss das rausgehen? Das muss doch unser Ziel sein, das hier in der Region zu behalten, diese Wertschöpfung nicht in andere Bundesländer, in andere Länder, europäische Staaten ziehen zu lassen, sondern wirklich hier in der Region, in der Westerwälder Region zu behalten. So, dann stellt sich natürlich die Frage, was hat jetzt der Landkreis Neuwied denn damit zu tun? Und ich glaube, das war dann auch die Initialzündung, der Abrich, Herr Gil, haben es auch nebenbei erwähnt. Der Landkreis Neuwied hat insofern etwas zu tun, dass wir mit der Wirtschaftsförderung ebenfalls zunächst mal als Kreis gestartet sind, mittlerweile ein Projekt haben, wir Westerwälder, Naturgenuss. Naturgenuss mit entsprechenden Abstufungen, denn es geht um regionale Produkte. Und wenn wir über regionale Produkte reden, dann sehen Sie bei vielen Menschen, bei uns im Kreis, Strahlen in den Augen. Die sind froh, dass man jetzt regionale Produkte hier bekommen kann. Die Kartoffel, die Milch, die Eier, den Honig und vieles andere. Aber wie kommt man daran? Und da haben wir im Kreis mit der Wirtschaftsförderung ja verschiedene Projekte auch initiiert, die dahin gehen, dass wir zum Beispiel mittlerweile eine gute Kooperation mit dem Kloster Marienthal haben. Doch mit Uwe Steiniger, Alexander Buder kennt ihn ja, der ja auch der sehr, sehr aktiv ist, wo wir vereinbart haben, er nimmt den tollen Wein vom Mittelrhein, von unseren Winzern aus Leutersdorf und Bad Tönningen, und die Westerwälder Spezialitäten werden hier dann auch bei uns in der Region, im Rheintal, im Wietal, bei uns mit präsentiert. Und das sind genau diese Anfänge gewesen, wo wir gesagt haben, wir haben tolle Käsereien im Oberwesterwald, im Oberkreis von Altenkirchen. Wir haben in Burgla einen tollen Landwirt, der macht tolle Produkte. Wir haben in St. Katharinen einen jungen Mann, Jan Schumacher, der zieht plötzlich Kartoffeln, der ist Agrarwirtschaft hat er studiert, der bringt ganz neue Kartoffelsorten, alte Kartoffelsorten mit hinein. Michael Christ und ich, wir waren gestern, glaube ich, oder vorgestern waren wir in Irmeroth, Buchholz-Irmeroth, am Milchbütchen, wo ein Landwirt sagt, ich biete meine frische Milch hier an mit Eiern, mit Honig aus der Region, mit Getreide, mit Mehlsorten, Brotsorten. Und wir merken seit gut 3 Jahren, dass gerade diese regionalen Produkte diesen Anbietern aus der Hand gerissen werden. Die haben gar kein Absatzproblem mittlerweile, sondern sie haben eher ein Produktionsproblem. Aber die Nachfrage wächst. Und da ist dann genau diese Frage entstanden, wie bekomme ich nun den tollen Ziegenkäse aus dem oberen Westerwald, aus Rennerroth oder aus Daden, ins Wietal, nach Neuwied und umgekehrt die Produkte nach Altenkirchen und Westerwald. Und da ist genau dieser Weller Markt mit hinzugekommen, der sich absetzt von anderen Logistikkonzepten, die man so kennt. Wir haben das mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, mit der Ministerin, mit Julia Klöckner und im Nachgang auch nochmal besprochen. Herr Abrecht, es ist uns ja bestätigt geworden, es ist einmalig bundesweit dieses Projekt in dieser Struktur. Leider waren wir schon zu weit, sonst hätten wir tatsächlich noch eine Förderung bekommen. Denn wir waren schon so weit konkret unterwegs mit allen Strukturen, was aber die Bestätigung war, ja, das ist etwas, was tragfähig ist. Und jetzt mit der Umwandlung, mit der Einpassung in die Genossenschaft, die Öffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können, dass die Händler, der Handel, die Produzenten, die regionalen Produzenten sich mit einbringen können, bringt genau den Touch, dass derjenige sagt, am Montag auf die Idee kommt, ich will am Mittwoch ein tolles Rinderhüftsteak von einem Highland-Rind haben, der es dann auch bestellt und auch Mittwoch hat. Und diese Lieferketten mit Kühlketten, das hinzubekommen, das ist wirklich eine besondere Kunst. Das ist alles durchdekliniert, das steht, das geht. Und insofern haben wir diesen Lieferservice in einer besonderen Art und Weise für diese Region gestalten können. Und der besondere Aspekt, der da als Add-on kommt, diese digitalen Dorfläden, diese Automaten, die sind genau das, was letztendlich einem weiteren Ausbluten in den Dörfern entgegentreten kann. Deshalb werbe ich einfach auch dafür, für diesen Weller Markt, weil er
mich, weil er uns auch überzeugt hat und wir gemeinsam werbend unterwegs sind. Wir deshalb auch früh genug die Kommunalaufsicht inklusive die ADD in Trier eingebunden haben, um auch da einen entsprechenden grünen Stempel zu bekommen, wenn Kommunen sich bereit erklären, hier sich mit zu engagieren, dass es von der Seite, kommunalrechtlicher Seite, keine Probleme gibt. Das haben wir im Vorfeld geklärt. Das ist nochmal dargestellt worden, denn das ist ja wichtig, gerade dann, wenn ich Kommunen mit einbinden möchte. Und gerade jetzt halt in der Corona-Pandemie, es gibt ja unterschiedlichste Ansätze, die immer wieder dann auch ansetzen, eigene Online-Plattformen zu entwickeln. Man muss großräumiger denken. Und wir haben diesen großen Wirtschaftsraum wie Westerwald. Und wir sind angedockt mit NRW, mit Hessen. Wir haben Übergangswirtschaftsräume, die genau auch davon partizipieren. Und deshalb muss ich sagen, es ist eine große Chance für uns, diese 450 Millionen, die der Herr Abrech eben benannt hat, an Umsatzverlust, einen Großteil hier in der Region zu behalten. Sie sichern Arbeitsplätze, sie bringen neue Arbeitsplätze, sie bringen neue Branchen, gerade was das Thema regionale Produkte angeht. Und sie helfen auch gerade die vorhandenen zu stützen, zu stabilisieren, dass sie natürlich auch neue Absatzwege bekommen. Und gerade das ältere Klientel, was internetaffin, digitalaffin geworden ist, nutzt diese Plattform umso mehr. Wir sind auch dabei, die Kreisvolkshochschulen hier noch stärker mit einzubinden. Das Thema Schulung, wie gehe ich damit um? Und deshalb sagen wir auch aus der Initiative Westerwälder, ein tolles Projekt, was wir mit unterstützen wollen. Wir wollen jetzt einfach mit den Verbandsgemeinden weitere Partner gewinnen und finden. Wir sind noch im Gespräch mit den Banken im Kreis Neuwied. Das werden wir noch fortsetzen. Das haben wir ja auch angestoßen. Und ich bin da wirklich guter Dinge, dass das ein erfolgreiches Projekt geben kann und geben wird. Und mit den beiden Herren vorne an der Zugmaschine mache ich mir da wirklich keine Sorgen. Deshalb werbe ich auch hier für meine Heimatverbandsgemeinde. Werdet Mitglied, unterstützt unseren Weller Markt. Dankeschön. Danke. Besser ging nicht. Ja, vielen Dank, Achim. Bevor wir jetzt, ich glaube, vielen Ratsmitgliedern juckt es schon in den Fingern mit Fragen, mit Wortmeldungen, würde ich den Kollegen Fischer, unseren Wirtschaftsführer, bitten, nochmal kurz die Ergebnisse der Erkundung, die wir durchgeführt haben, vorzustellen und dann feuerfrei. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich hoffe, man kann mich hören. Vielen Dank an meine Vorredner. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen und mich hier in der Runde vorstellen. Da ich ja noch ein Neuling in der Verbandsgemeindeverwaltung in Asbach bin, ich bin jetzt seit 1.2. mit an Bord und freue mich dahingehend in der Zukunft auf einen konstruktiven Austausch mit euch und mit Ihnen und auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, um jetzt hier in die Tagesaktualität einzusteigen, gebe ich mal meinen Bildschirm frei und lade eine PowerPoint-Präsentation eben in den Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sehen kann. Ist diese Präsentation sichtbar bei Ihnen? Ich kann alles sehen. Okay. Gut. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen uns eben auch mit dem Thema Online-Plattformen und Online-Handel in der VG Asbach beschäftigt und sind dann auch immer wieder an den Weller Markt gestoßen, haben viele Gespräche auch mit dem Herrn Giel geführt. Vielen Dank an dieser Stelle für diese konstruktive Zusammenarbeit auch. Ich sage bewusst wir, auch hier möchte ich gerade die Chance nutzen, den Kollegen Jokisch und Demuth zu danken für das gute Teamwork. So kann es weitergehen, vielen Dank. Und möchte jetzt kurz darstellen, was wir in den letzten Wochen getan haben. Ich kann jetzt bei mir hier auf dem Bildschirm leider die Präsentation nicht sehen. Ich versuche das jetzt nochmal eben hochzuladen. Eine Sekunde bitte. So, ich hoffe, es ist bei Ihnen sichtbar, bei mir geht es jetzt. Also,
die ersten Schritte in der Verbandsgemeinde Asbach. Folgendes ist passiert. Wir haben das Projekt bekannt gemacht, versucht bekannt zu machen, haben etwa 240 Erzeuger und Einzelhändler in der VG postalisch und oder per E-Mail angeschrieben. An dieser Stelle auch vielen Dank für die freundliche Unterstützung durch den ISR Windhagen, das dort auch tatkräftig unterstützt hat. Wir haben das Projekt vorgestellt und erklärt auf unserer Homepage und im Mitteilungsblatt der VG. Haben unsere sozialen Medien glühen lassen, Facebook, Instagram und auch dort ein wenig die Werbetrommel gerührt. Ich habe erste Rückfragen seitens der Betriebe erhalten und versucht zu beantworten und dort für Klarheit zu sorgen. Und last but not least haben wir eine Online-Umfrage gestartet, um mal so ein grobes Stimmungsbild in der Bürgerschaft, bei den Bürgerinnen und Bürgern in der VG einzuholen. Möchte ich kurz darstellen. Statt gestern Morgen, ca. 10 Uhr, haben sich 621 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage beteiligt. Der Wert hat mich überrascht, positiv überrascht, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir hatten die Umfrage ungefähr 6 Tage online. Das kam mir dann doch sehr viel vor. An dieser Stelle dann auch vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Unsere erste Frage, oder wir haben versucht, das Ganze kurz und prägnant zu halten, um dort entsprechend die mitmachenden Personen noch nicht zu überfrachten. Die erste Frage, die wir gestellt haben, war, wie denn die Idee einer Plattform zum Online-Einkauf regionaler Produkte ankäme. Da scheint noch ein wenig Skepsis vorzuherrschen. Heißt, wenn wir uns dazu entschließen, uns dort zu beteiligen, wäre da mit Sicherheit proaktive Werbung auch notwendig, weil die Zahlen den Herrn Giel gestern in unserem Gespräch überhaupt nicht geschockt haben. Vielleicht kann er da auch gleich nochmal drauf eingehen. Also wie Sie sehen, 21% haben hier gut angeklickt und der Rest scheint dem noch ein wenig skeptisch gegenüberzustehen. Zweite Frage, die wir gestellt haben, warum denn über diese Plattform Produkte bestellt werden würden, kann man ganz klar sehen, dass der regionale Aspekt hier größten Anteil stellt, noch vor dem günstigsten Preis. Das ist eher nachrangig, also wirklich die Regionalität, schnelle Wege, schnelle Zustellung scheinen hier am wichtigsten zu sein. Sonstiges kam immer wieder, ich habe jetzt mal die prägnantesten Aussagen zusammengefasst, kam immer wieder das Thema Umweltbewusstsein, kurze Wege, weniger Verkehrsbelastung, regionale Einzelhandel und die Regionen werden gestärkt. Man weiß, wo die Produkte herkommen, also man hat hier eine gewisse Transparenz. Fair gehandelt, vor Ort erzeugte Produkte, immobile Menschen, Versorgung immobiler Menschen kam immer wieder als Stichpunkt. Auch, dass die Monopolstellung großer Online-Händler nach Möglichkeit aufgeweicht werden soll. Und in Zeiten von Corona mit Sicherheit auch wichtig, die Kontaktvermeidung im Moment beschäftigen. Dritte Frage, die wir in den Raum geworfen haben, welche Art von Produkten würden Sie bestellen? Da ergab sich folgendes Bild. Wir hatten ein paar zur Auswahl gegeben. Lebensmittel, Bekleidung, Sport und Freizeit fasse ich mal mit darunter. Medikamente, Büroartikel, nahezu zu gleichen Teilen, wobei die Lebensmittel dann hier doch ein wenig führend sind. Das Sonstiges gab man an Baumarktartikel aller Art, von der Schraube bis zum Sack Zement, Pflanzen, Gartenbedarf. Häufig genannt wurde auch Tierbedarf. Futter etc. Das Kunsthandwerk verbunden mit Dekorationsartikeln wurde genannt, Drogerieartikel, Holzprodukte und was auch immer wieder an mich herangetragen wurde, war die Frage, ob man Dienstleistungen auch über die Plattform buchen könne. Vielleicht kann der Herr Giel da gleich auch noch mal drauf eingehen. Wir hatten das gestern besprochen, Stichwort Terminbuchungen beim Friseur oder beim Arzt oder wie auch immer. Also das scheint auch ein Wunsch der Bürger zu sein. Abschließend haben wir die Frage gestellt, ob man bereit wäre, einen Aufschlag zur Lieferung, Stichwort
Versandkosten oder Lieferkosten bereit wäre, in Kauf zu nehmen. Auch hier, ja, ist man bis 2,55 € bis 5,41 €. Also dort scheint schon der Wille vorhanden zu sein, auf regionale Produkte zu setzen. So, das waren die Zahlen, die ich Ihnen dazu präsentieren konnte. An alle, die jetzt hier auch zuschauen, sei es der Bürgerin oder der Bürger oder auch das Unternehmen, ich stehe gerne morgen für Rückfragen zur Verfügung. Meine Kontaktdaten stehen auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung und man darf mich gerne mit Fragen löchern. Ich werde dann mit Sicherheit auch Herrn Thiel und Herrn Abresch mit ins Boot holen. In diesem Sinne würde ich sagen, Feuer frei. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich beende jetzt einmal die Präsentation. Ja, vielen Dank an den Kollegen Fischer. Ich denke dafür, dass wir in der letzten Sitzung am 21. Januar erst beschlossen haben, den Aufbau einer Online-Plattform zu starten, haben wir heute schon viele Ergebnisse vorliegen. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne die Diskussion in die Fragerunde der Ratsmitglieder starten. Also eben hatten wir schon die Wortmeldung vom Herrn Dr. Stumpf. Jetzt habe ich noch Jürgen Schmid mit dazu. Und Herr Kohler und Herr Alexander Bruder. Ja, dann kann ich. Okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wenn ich mir so überlege, als der Antrag zum ersten Mal auf die Rampe unseres Gesichtsfeldes gekommen ist, hatten wir im Prinzip alle mehr so einen technischen Zugang. Also in der Fragestellung, naja, wie könnte das sein? Wir können sich daran beteiligen und sehen vielleicht so eine Plattform aus und so weiter. Mehr viele Fragezeichen. Jetzt durch diesen Vortrag und auch diesen anderen Mantel, das andere Gesichtsfeld, kriegt man plötzlich einen ganz anderen Blick. Also nicht nur die Fragestellung, ob ich als Einzelhändler bereit wäre, hier mich mit entsprechenden Kosten, Know-how und so weiter entgegenzunehmen oder selber zu beteiligen, sondern ich kriege ein regionales Bürgerprojekt vorgestellt und das auch noch unter einem genossenschaftlichen Aspekt. Ich denke, das ist eine sehr gute Geschichte und das ist sehr gut aufbereitet. Deswegen will ich auch gar nicht große Worte machen. Vielleicht, Entschuldigung, Hinblick darauf zu den Umfrageergebnissen. Ich glaube, man kann sehen, dass da ein großer Realismus ist bei den entsprechenden Beantwortungen. Wenn ich sehe, dass nur ein Drittel, die sich beteiligt hat, kann man sagen, wer hat sich beteiligt, aber ein Drittel, der sich beteiligt hat, nur negativ eingestellt ist, also nur ein Drittel negativ eingestellt sind, Rest kannst du überzeugen, ist das eine Geschichte, wo man dranbleiben sollte. Also ich sehe das insgesamt positiv und wir sollten da nicht locker lassen, diese Möglichkeit als Chance zu nutzen, als Rahmenmöglichkeit für den Einzelhandel als solches, dass natürlich der Einzelhandel eine ganze Palette benötigt, um perspektivisch überleben zu können, gerade in den kleineren Innenstädtchen oder Innendörfbereichen. Das ist gar keine Frage, aber das könnte ein Punkt sein und deswegen Glück auf dafür. Vielen Dank. Jürgen Schmid. Ja, vielen Dank an die gute Vorstellung von dem Projekt. Also ich denke, wir lagen da mit unserem Antrag von der CDU und FDP ganz gut. Die Ergebnisse aus der Befragung fand ich auch sehr interessant. Auch teilweise, dass diese 54% doch die regionalen Produkte befürworten, fand ich hochinteressant. Ich denke, der Dr. Thomas Stumpf hat es schon gesagt, wir liegen da genau auf Kurs und richtig. Und für das Geld, wo wir da jetzt mit teilnehmen können als Kommune, empfehle ich auf jeden Fall, das zu tun und empfehle es auch jedem Bürger und werde mich auch als Bürger sicherlich selber damit einbringen. Denn man hat eine einmalige Gelegenheit, da etwas zu tun, wo jeder wirklich etwas von hat. Die Einzelhändler, wir als Bürger und sicherlich die ganze Region. Und in der Tat, in der Vernetzung der drei Kreise, hat das genau die richtige Größenordnung, die wir uns auch so gedacht haben. Eine einzelne Kommune wird das kaum stemmen können, da sind wir uns alle drüber im Klaren.
Aber in dem Bereich, da ist auch realistisch, die Wege, die dazwischen liegen, zu überwinden. Und mit dieser eigenen Lieferkette ist das, wenn das so umgesetzt wird, perfekt aufgestellt. Deshalb herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn sich ganz viele dem anschließen. Herr Dr. Kohler. Ja, danke schön. Was mich besonders interessiert, ist die Frage, da ja auch Frau Klöckner im Bild erschienen ist, welche Auswirkungen das auf die Flächennutzung haben wird. Hier könnten wir tatsächlich einen Boom erzeugen, der die Landwirtschaft noch mehr in den Fokus als Wettbewerber um weitere Flächen beziehungsweise die Veränderung der Flächennutzung haben wird. Da müssen wir ein ganz besonderes Auge darauf haben. Dann noch eine ganz konkrete Frage, nämlich die Frage der Endstation. Was denken Sie, wie viele Einwohner mindestens von einer Endstation versorgt werden müssten, um die Sache wirtschaftlich zu machen? Oder mit anderen Worten, wie groß oder klein wird das Dorf sein, das von solchen Endstationen versorgt werden kann? Wirtschaftlich natürlich. Danke. Können Sie direkt antworten? Andreas? Ja, kann ich eigentlich nur darauf antworten, die Kommune wird das ja zum Schluss selbst entscheiden müssen und können, ob sie sich so ein Projekt, also Projekt in Bezug auf die auf so eine Endstation vorstellen kann und finanziell, ich meine, tragen kann. Das wird die Grundentscheidung sein. Weil von der Belieferung her ist das, wäre das kein Problem. Ja, im Gegenteil. Es entlastet sogar die Logistik, weil mit einer solchen Station werden ein paar Einzellieferungen an Haushalte eingespart, sondern man hat eben dann eine Ablieferstation, die am Ende wiederum auch einen kostensparenden Effekt hat. Naja, man fragt sich ja schon nach der Größenordnung, wo fängt es an, interessant zu werden, auch für die Gemeinde, beziehungsweise für die umliegenden Kleinstdörfer, die sich ja dann wiederum dorthin begeben müssen, wenn sie was abholen wollen und so weiter und so weiter. Genau. Das ist eine Frage der Logistik und Logistik kostet. Und hier gibt es mit Sicherheit um eine Wirtschaftlichkeit zu erzeugen, Mindestanforderungen an die Kundschaft, an die Menge, sagen wir mal, an die Menge der Käufer oder des Umsatzes, wenn Sie so wollen. Naja, die Logistik lebt von einer oder ist wirtschaftlich zu betreiben, wenn sie eine Gesamtauslastung hat. Na, das ist wie mit der Post, die muss auch einen Brief auf die Halle springen. Das heißt, es ist immer eine Mischkalkulation, die von den Gesamtkosten und einer Gesamtauslastung abhängig ist. Und das bedeutet natürlich, dass man dann auch kleine und vielleicht abgelegene Dörfer zum gleichen Preis beliefern muss. Im Gegenzug hat man aber auch beispielsweise von einer Einkaufsstadt eine ganze Reihe von Lieferungen innerhalb der Stadt, also vielleicht nur ins Neubaugebiet, wo letztendlich die Kosten dann wieder geringer sind. Also das liegt in der Natur einer jeden Lieferlogistik. Das macht uns keine Angst und das haben wir auch so im Businessplan abgebildet. Wir brauchen im ersten Schritt für die Abdeckung der drei Landkreise 5 Lieferfahrzeuge. Und das kann dann aufgestockt werden, beziehungsweise können Spitzen abgefangen werden, auch durch weitere Anbieter. Ich hatte erst diese Woche einen Anruf von einem Anbieter, der sich schon als Kurierdienst angeboten hat, so Spitzen abzufangen. Und da melden sich jetzt schon Leute bei uns, die da gerne mit uns Geschäft machen wollen. Was vielleicht noch interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn Sie die E-Commerce-Statistik lesen des Deutschen Handelsverbandes, dann werden Sie dort sehen, dass zwischen 1,5 und 1,8% aller Umsätze nur Lebensmittel sind.
Das ist im regionalen Onlinehandel ganz anders. Also es gibt in Siegen ein Projekt, wo über 50% des Umsatzes und der Lieferungen mit Lebensmitteln gemacht werden. Das heißt, das Verhalten, das lokale Online-Kaufverhalten ist ein ganz anderes als das nationale. Ja, darauf basiert ja Ihre Idee. Das hatten Sie ganz am Anfang gesagt, welche Art der Produkte werden denn überhaupt nachgefragt? Und da sind Sie auf die Lebensmittel gekommen. Das ist richtig. Ja, also Sie können noch nicht so, auch nicht ungefähr sagen, ist verständlich. Braucht es mehr Erfahrung? Ja, genau. Da brauchen wir Kennzahlen. Wir brauchen für diese Abholstation erste Pilotprojekte. Wir werden dann die Kennzahlen allen zur Verfügung stehen, die entsprechend investieren wollen. Wir werden vielleicht erste Erfahrungen machen aus dem Projekt in Wassenach. Ich habe eine gute Verbindung zu dem Bürgermeister dort, dem Herrn Manfred Sattler, der mir versprochen hat, dass er mir die Zahlen geben wird oder uns die Zahlen geben wird. Und daraus kann man schon mal erste Schlüsse ziehen. Danke. Gerne. So, Herr Alexander Buda und danach Herr Sebastian Lember. Und noch Martin Buchholz. Ja, vielen Dank. Zuerst möchte ich mich natürlich beim Herrn Abrech, Herrn Giel und Herrn Fischer bedanken für den Vortrag, der sehr aufschlussreich war und vor allen Dingen hat bestätigt oder die Intention bestätigt, für den Antrag, den wir von seitens der CDU und der FDP das letzte Mal gestellt haben. Die Ergebnisse daraus sind genau das, was wir erhofft haben und was wir erwartet haben auch. Ist nicht so, wie der Thomas Stumpf sagt. Also wir wussten schon bei der letzten Ratssitzung sehr wohl um die erweiterten Vorteile und es ist nicht rein ein technischer Blick auf die Sache mit dem Onlinehandel. Wir wissen schon, was dahinter steckt. Es ist gerade, diese Sache berührt vor allen Dingen, wenn man genau hinschaut, sehr stark uns als Kommunalpolitiker und berührt sehr viele Fragen, mit denen wir uns ständig beschäftigen. Und diese Online-Plattform bietet unterstützende Lösungen an. Das sind zum Beispiel die Sache mit den verkürzten Lieferketten, kommt dem Klima zugute. Wir fragen uns, was soll aus dem Handel werden, der eigentlich Hauptbestandteil unserer Innerorte ist. Was ist, wenn die weiter wegbrechen? Wir kennen diese Situation aus der Zeit noch, wo die Dörfer eingegangen sind, die Discounter auf der grünen Wiese entstanden sind. Und beschäftigen wir uns mit der Frage, was machen wir in den entlegenen Ortschaften mit den immobilen Menschen. Das ist auch ein Stück Sozialdienst, der hier aufkommt. Und was ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, und das ist eigentlich eine Sache, warum ich sehr stark zu dieser Plattform hintendiere, ist, dass sie zeitnah erstellt werden. Denn letztendlich leben wir aktuell die Folgen von der Pandemie und wollen und überall, wenn man die Gazetten aufschlägt, ist der Bedarf und oder der Ruf danach, dem Handel schnell zu helfen, damit hier nicht allzu viele Existenzen im Bach heruntergehen. Das ist mir auch eine sehr wichtige Sache. Ich habe jetzt mittlerweile, seitdem wir den Antrag damals gestellt haben, bei verschiedenen Vertretern meiner Partei in anderen Verbandsgemeinden rumgehört. Tatsächlich ist es so, dass das Interesse am regionalen Onlinehandel überall besteht, aber da droht auch jetzt die Gefahr, weil so viele Leute an unterschiedlichen Stellen agieren, dass zu viele, wir können, was wir uns hier in der Sache nicht leisten können, ist, dass zu viele regionale Online-Plattformen entstehen, sondern es muss eine übergreifende geben. Alles andere wäre Mist und würde unsere Intention tatsächlich niederschlagen. Dann finde ich noch ganz hervorragend, dass wir hier im Raiffeisenland eine genossenschaftliche Sache ist und das befürworte ich sehr.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch, möge mir verzeihen, mein Geld lieber in Aspar ausgebe als in China über eben auch international agierende Großkonzerne. Und alles in allem denke ich, es ist eine Stärkung der, nicht nur des Handels, es ist eine Stärkung unserer Innenordnung. Es ist kann eine Stärkung unseres Sozialwesens darstellen. Und damit ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, eine solche Sache zu stützen. Deswegen möchte ich jetzt gerne hier an dieser Stelle den Antrag stellen, das gemachte Angebot von seitens der Verbandsgemeinde anzunehmen und die Sache mit 50 Cent pro Bürger, wie eben dargestellt, zu unterstützen. Es ist wichtig, dass diese Plattform schnell ins Laufen kommt und unser Zeitziel, der Beginn im Juli 2021, tatsächlich an den Start gegangen werden kann. Und das wird aufgrund von finanziellen Mitteln da noch weiter hapert und strauchelt. Ich möchte jetzt ganz gerne dem Handel und damit uns selber sehr schnell helfen. Deswegen stelle ich hiermit den Antrag. Vielen Dank. Sebastian Limber. Ja, auch guten Abend von mir und vielen Dank an die Vortragenden, Herrn Abrech, Herrn Giel und auch unseren Landrat Achim Hallerbach. Insbesondere danke ich aber auch der Verbandsgemeindeverwaltung. Wir müssen es nochmal klarstellen. Der Antrag der Fraktionen aus CDU und FDP ist am 21.01. in den Verbandsgemeinderat eingebracht worden. Bereits bei der nächsten Ratssitzung, nämlich am heutigen Tage, liegen entsprechende Informationen vor, die sogar so solide sind, dass wir einen Antrag hier auch beschlussfertig vorbereitet bekommen. Eine entsprechende Antragstellung ist ja auch durch meinen Vorredner Alexander Buder soeben erfolgt. Und das muss man doch nochmal auch an dieser Stelle lobend hervorheben. Neben den Vorteilen, die uns soeben aufgezeigt wurden, sehe ich auch insbesondere neben der Stärkung des Einzelhandels und der Erzeuger einen ganz entscheidenden Vorteil, der uns auch sicherlich alle bewegen sollte, nämlich den ökologischen Aspekt. Und der ökologische Aspekt durch die Einbindung von E-Mobilität und der Regionalität, die durch gute Lieferketten hier zustande kommen kann, ist etwas, was das Ganze sehr unterstützt und auch von den Bürgern unterstützt werden sollte. Jürgen Schmid hatte schon angekündigt, es ist eine Genossenschaft, an der wir alle mitwirken können und zu dem guten Handeln dieser Genossenschaft wir auch insofern beitragen können. Also nicht nur der Appell an die Politik hier im Rat, sich dafür auszusprechen, sondern auch an die Bürgerinnen und Bürger, den Handel und die Erzeuger dadurch zu unterstützen und vielleicht Teil der Genossenschaft zu werden, um, wie von Herrn Abrech eben angekündigt, vielleicht am heutigen Tage auch die 200er-Marke dann zu knacken. Ich hätte abschließend noch eine Fragestellung an unseren Landrat. Achim, kannst du vielleicht auch noch mal aus Sicht des Landrates und des Landkreises mitteilen, wie es momentan bei den anderen Verbandsgemeinden und Kommunen, also sprich der Stadt Neuwied, aussieht, welche Bestrebungen da momentan in Gange sind und ob wir als Verbandsgemeinde Asbach mit einer heutigen Antragstellung und Beschlussfassung damit auch ein maßgebendes Signal vielleicht für den Landkreis setzen könnten. Vielen Dank. Herr Martin Buchholz. Ja, da sollte der Achim erst darauf antworten. Ich weiß nicht. Mir ist egal. Die Antwort wäre jetzt, haben wir die ganze Zeit so gehandelt, dass der Achim jetzt antwortet. Ja, Achim, dann antworte du zuerst. Gut. Das passt gerade dazu. Ja, vielen Dank für diese Frage. Wie das so ist, die Asbacher sind immer relativ schnell. Also wir sind mit anderen Verbandsgemeinden auch im Gespräch. Puderbach hat sich aber auch schon erklärt, sich daran zu beteiligen. Herr Abrech, ich weiß nicht, ob die schon schriftlich mitgeteilt haben, aber auch die, weil die aus der Rheinwiesenregion auch mit der Initiative Westerwälder und dem Naturgenussprojekt sehr eng verbunden sind. Ich habe eben gerade mir mal erlaubt, in den Chat noch den Link mal zu setzen, denn wir haben ja einen Einkaufsführer auch mittlerweile veröffentlicht von fast 80 Anbietern. Da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen, auch wie viele wir im Kreis Neuwied haben. Und das ist das Potenzial, der Grundstock für diesen Wellermarkt. Und da müssen wir weiter darauf aufbauen.
Und andere haben auch schon Interesse signalisiert. Die Stadt Neuwied ist ja ebenfalls dabei, darüber nachzudenken, eigene Online-Plattform, vielleicht bekommen wir die da auch nochmal mit eingebunden, denn der Westerwald beginnt ja am Fuße des Rheines und geht bis hoch an die Sieg, bis an die Lahn. Insofern ist ja auch die Stadt Neuwied ein Bestandteil des Westerwaldes, aber wie gesagt, Puderbach hat schon signalisiert und die VG Asbach wäre dann damit die zweite Verbandsgemeinde im Kreis Neuwied. Und im Westerwahlkreis ist ja so, ich glaube, Sie hatten es ja gesagt, Herr Abrecher-Giel, Walmeroth hat ja ebenfalls schon sehr früh seine Teilnahme bekundet. Ich glaube, da kommen jetzt immer mehr, die sich diesem Wellermarkt anschließen werden. Bin ich fest von überzeugt. Ja, es gab gerade heute oder gestern einen Antrag in Montabaur an den Verbandsgemeinderat. Ja, und wir hören heute, und es steht auf der nächsten Ratssitzung in Hachenburg. Betzdorf vom Kreis Altenkirchen hat die Teilnahme erklärt, hat das ja auch schon öffentlich gemacht. Und wir wissen von einigen, dass das jetzt in den Gremien diskutiert wird. Dann würde ich jetzt starten, Edmund, richtig? Genau, Martin. Ja, alles klar. Ja, es wurde ja bereits erwähnt, dass wir als ISR das Projekt auch ein wenig unterstützt haben. Dadurch dürfte klar sein, wie ich dazu stehe. Und ich glaube, dieses Projekt kommt, genau wie Landrat Achim Hallerbach gesagt hat, zur richtigen Zeit. Ich darf mich bei allen Beteiligten für dieses engagierte Wirken an dem Projekt bedanken. Und kann nur ebenfalls um Zustimmung bei allen Kolleginnen und Kollegen des Rates werben. Dankeschön. Keine Wortmeldungen mehr. Ja, dann würde ich jetzt über den gestellten Herr Dr. Stumpf, ich hatte mich gerade zu Wort gemeldet. Oh, ja, Entschuldigung, Thomas. Zwei Bemerkungen. Erste Bemerkung, wir waren nicht mit den hellseherischen Fähigkeiten des Alexander Buder ausgestattet. Wir hatten tatsächlich einen stärkeren technischen Zugang, sonst hätten wir den Beschluss nicht so gefasst und ihr hättet die Beschlusslage auch nicht so vorgelegt, wie in der letzten Sitzung wir gemeinschaftlich beschlossen haben. Hättest du uns erzählt, mit Achim unterm Arm sozusagen, dass es im Prinzip in die Richtung geht, dann hätten wir uns 2, 3 Stufen des Beschlusses ersparen können und hätten nämlich gleich das machen können. Nur mal das so nebenbei, wenn schon Seitenhiebe, dann sollten sie auch stimmen. Jetzt haben wir im Prinzip eine Frage. Schade, dass wir jetzt keine Präsenzsitzung haben, könnten wir so schnell in die Augen gucken und alle Beteiligten, was machen wir denn jetzt? Der Beschluss war ja so, wir fragen letztlich rum, hören und schauen dann, was machen wir dann, und dann gehen wir an den Hauptfinanzausschuss und geben sozusagen die Geschichte. Wenn wir jetzt in dieser Dynamik, die wir uns jetzt hier sozusagen hingegeben haben, dann ist ja ein Teil dessen, hat sich ja ein Stück erledigt. Denn dann ist ja eine Entscheidung getroffen, bezogen einer Plattform als solches. So könnte man das verstehen. Wenn wir das so verstehen wollen, das wäre jetzt eine Rückfrage an dich, Alexander, oder auch an Jürgen Schmid oder vielleicht an einen oder anderen, der mir kurz mal erklären könnte, ist dann das, was wir bisher beschlossen haben, ein Stück Makulatur. Das heißt, die Umfrage geht weiter, alles wunderbar. Aber sie geht dann im Prinzip darauf hin, dass sie kanalisiert wird auf dieses Projekt und dieses Instrumentarium. Habe ich das richtig verstanden? Da würde ich vielleicht den Alex Buder, du hast den Antrag gestellt, Alex, dazu was sagen. Herr Thomas, das würde ich dann so sehen. Also diese Frage kann durchaus abgestellt auf dem Wellermarkt weiter fortgeführt werden. Erfüllt ja dann eigentlich auch den Sinn, weil es ja eine Online-Plattform ist. Und gleichzeitig ist die Umfrage als solches ja auch ein Interessenzweck. Es ist nicht nur ein Abrufen von Meinungen und Einschätzungen, sondern auch ein Interesse wecken
der Bevölkerung ihren Halt für eine regionale Online-Plattform mit all ihren Vorteilen. Ich glaube, die ganzen Argumente, die heute hier gefallen sind, ist bei der Erstbefragung dem allgemeinen Bürger ja gar nicht so offensichtlich. Und uns war das ja auch nicht in der Güte so offensichtlich. Daher denke ich, lassen wir die Sache so laufen und abgestellt auf den Wöllermarkt. Ja, das kann ich nur befürworten. Danke dir. Jürgen Schmidt hat noch, wenn es gestattet ist. Das würde jetzt bedeuten, die Umfrage war ja eigentlich ergebnisoffen, produktneutral. Da war von Wellermarken, was weiß ich, überhaupt keine Rede. Und 800 noch was, eine ganze Menge, gar keine Frage. Wenn es also jetzt so wäre, dass wir uns jetzt dafür entscheiden, würde das dann bedeuten, wenn jetzt Unternehmen kommen und sagen, ja, ich brauche schon einen bestimmten Marktplatz oder eine technische Möglichkeit, möchte aber jetzt vielleicht nicht bei diesem Produktpalette da dabei sein, heißt es dann für uns oder würde das für uns bedeuten, dass wir dann sagen, mit dieser Entscheidung der Mitgliedschaft zu 50 Cent, was weiß ich, 12.000 irgendwas Euro oder so irgendwas, ist dann die Entscheidung gefallen. Wir promoten dann nur noch diese Geschichte. Ist das so richtig? Soll ich das beantworten? Weil er ging die Frage an mich. Ja. Du bist doch Antragsteller. Ja. Nochmal ganz in aller Klarheit, nochmal die Frage genau, bitte, Thomas. Wir haben beschlossen, sozusagen eine Umfrage zu machen. Wir hatten da nicht gesagt, dass es jetzt sozusagen um den Wellermarkt als solches geht. Wenn wir jetzt sagen, so nehme ich mal dieser Dynamik, die sich da entfaltet hat, die ich ja nicht verkehrt empfinde, nur dass kein Missverständnis auftritt, dann ist die Neutralität möglicherweise weg. Ja, weil dann können die Leute bezogen auf Plattformen und Ideen erzählen, was sie wollen. Wir würden uns im Prinzip für dieses Marketing, für diese, wir kennen so nicht, welche technische Plattform es ist, dann sagen, das ist das Instrumentarium, was wir sozusagen als Verbandsgemeinde im Zusammenschluss mit dem anderen für unseren Einzelnen zur Verfügung stellen. Ist das die Logik und ist das so richtig verstanden? Würde ich dringend zu raten, wie ich eben schon ausgeführt habe, habe ich mich umgehört. Also der Wille zu einer Online-Plattform, der ist überall in der Region auf dem Sprung, sage ich jetzt mal so. Das Problem, was wir haben, ist, wer sich jetzt für eine andere Online-Plattform entscheiden würde, der würde dann auf die sehr lange Bank schieben. Das Zielzeitraum Juli 2021 ist wirklich sehr günstig für diese Situation innerhalb der Pandemie. Das ist ein gewaltiger Vorteil. Und Entschuldigung. Nee, aber das ist eines der Hauptmerkmale, Thomas. Dann kommt hinzu, dass die Kultur der Überlegungen, die alle angestellt worden sind, extrem weit sind. Wir waren ja alle begeistert davon zu hören, mit welchen Themenbereichen sich der Onlinehandel letztendlich befasst, bis zu sozialen Dingen, wie eben auch die Versorgung immobiler Menschen. Und da kriegen wir jetzt eigentlich sehr ausgereift als Komplettpaket schon vor die Füße gelegt. Wir müssen es einfach nur aufnehmen. Und wenn ich hier so in die Runde gucke, da sind Wegbegleiter über Jahrzehnte hier, die mit mir zusammen die letzten 10 Jahre gegangen sind, da weiß ich doch ganz genau, dass hier viele Punkte aufgegriffen werden, wo wir uns an anderer Stelle in der Vergangenheit immer und immer wieder drum bemüht haben. Und auch wenn ich jetzt dich ansehe, Thomas, also ich weiß doch ganz genau, dass dein Herz die Sache positiv bewertet. Lassen wir den Weg gehen. Komm. Mach mit. Nein, das war doch gar nicht mein Punkt. Machen wir es kurz. Wenn jetzt wir, die SPD oder die Grünen sozusagen diesen Schritt so gewählt hätten, dann hätten wir uns sicherlich die einen oder anderen Seitenhieb und eingehandelt. Ja, man muss ja ein bisschen sich die Zunge zergehen lassen, wie das war.
Schwamm drüber. Ich wollte es ja nur verstehen. Jetzt habe ich es verstanden, dass wir hier sozusagen durch die Hintertür eine tolle Werbekampagne, besser kann man es gar nicht machen, mit einem jetzt durchaus akzeptablen Ziel vor uns haben. Damit haben wir etwas in Gang gesetzt. Das Thema ist bezogen auf das Ob und das Wie im Prinzip erledigt. Das wollte ich doch nur wissen. So, es gab noch drei Wortmeldungen. Herr Jürgen Schmid, Frau Käthe-Marie Gundelach und dann Herr Dr. Kohler. Ich möchte es nicht in die Länge ziehen, weil das ist ja jetzt dann geklärt, glaube ich. Ich hätte es auch in zwei Sätzen direkt machen können, die Frage. Aber letztlich, ich würde es nicht ganz, sagen wir mal, darauf nur alleine beziehen. Wir haben es denn darauf verständigt, das macht auch alles Sinn. Wenn sich da mal noch andere weitere Erkenntnisse ergeben, denke ich mal, sind wir auch für solche Ideen für die Zukunft offen. Das hier ist jetzt der erste Schritt, ist der Anfang und das wird auch die beste Lösung sein, weil sie, die Argumente haben wir jetzt mehrfach ausgetauscht, auch perfekt auf uns zugeschnitten sind. Aber an die Frage vom Thomas geknüpft, ich glaube, wir werden da weiterhin dran arbeiten. Wir haben einen Wirtschaftsförderer jetzt bei uns in der Verwaltung, der wird das begleiten. Und ich glaube, da kommen auch noch neue Ideen später dazu, die wir heute vielleicht noch gar nicht absehen. Aber ich freue mich schon darauf, wenn es denn jetzt demnächst im, hoffentlich dann im Juli beginnt. Frau Käthe-Marie Gundelach. Also wir haben eine Umfrage gemacht. Der Wunsch ist da. Wir hatten am 21. Januar selbst ja schon Bedenken, wie geht das, wenn wir die Plattform selber machen sollen. Wir haben am 21. Januar auch darüber gesprochen, ja, wenn wir das jetzt anbieten und die Plattform machen, wer bezahlt das? Wer kommt dafür auf? Jetzt kriegen wir eine Plattform, im Dialekt sagt man Münchesmoos, auf dem Tablett serviert. Die geht im Juli an den Start. Schneller hätten wir es nie, auch nie irgendwie hingekriegt. Ich kann nur sagen, diese Plattform, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit, schnell zu handeln. Deshalb sollten wir das genauso machen wie der Alex und wie viele andere das in ihren Wortbeiträgen gesagt haben. Danke. Ja, auch ein sozialdemokratisches Schlagwort gerade. Danke. Herr Dr. Kohler. Ja, danke schön. Ja, man muss ja doch technisch sehen, dass wir hier es mit zwei Schienen zu tun haben. Einmal mit der Online-Schiene, die wir zunächst hier in der Verbandsgemeinde durch den Antrag von CDU und FDP betreten haben. Und der andere, oder ein Zweig vielleicht, und komplettiert durch die Auslieferung. Und das sind zwei unterschiedliche Stiefel. Und da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Nachfrager, die auch ohne Auslieferung und ohne den sogenannten Wellermarkt tätig werden wollten. Insofern müssen wir doch beide, das sind keine Alternativen, sondern Ergänzungen, aber doch beide Programme parallel miteinander verbinden und entwickeln. Und dann wird sich mit Sicherheit auch eine Schiene herausstellen, die nur mit online arbeiten will, also ohne Auslieferung, ohne die Endstation und. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Das möchte ich dazu sagen. Ansonsten, das Gesamtpaket ist sicher zukunftsversprechend und wir sollten alle Kräfte bündeln, um diese vorgegebenen Ziele auch zu erreichen. Dankeschön. So, Edmund, sind keine Wortmeldungen mehr? Nein, keine Wortmeldungen mehr. Ja, dann darf ich mich für die angeregte und inhaltlich sehr gute Diskussion bei den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates bedanken und würde dann aufgrund des Antrages einen Beschluss formulieren. Die Verbandsgemeinde Asbach beteiligt sich aktiv am Projekt Wellermarkt und leistet ihren Beitrag in Höhe von 50 Cent je Einwohner. Die Kosten sind außerplanmäßig im Haushalt bereitzustellen. Und da ich jetzt ja von allen Fraktionen auch zu dem Weg Zustimmung gehört habe, würde ich hier die Negativabfrage machen. Ist jemand gegen diesen Beschlussvorschlag?
Keine Nein-Stimme. Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung. Gut, dann darf ich mich recht herzlich für den einstimmigen Beschluss bedanken, darf mich besonders bei allen heute Vortragenden, dem Herrn Abrecht, dem Herrn Giel, unserem Landrat, dem Kollegen Fischer bedanken. Hat ja doch fast 3 Stündchen gedauert, der Bereich, aber ich denke, Sie kommen mit einem guten Beschluss dann wieder nach Hause und wir sind auch sehr froh, dass wir für unsere Verbandsgemeinde jetzt diesen ersten Schritt gegangen sind. Wir hoffen, dass wir dann unseren Einzelhändlern, unseren Gewerbetreibenden im Sommer schon den Zugang ermöglichen können. Wir werden sicherlich über den Kollegen Fischer intensiv und genau den Kontakt zur Wirtschaft halten und pflegen und dass wir dieses Projekt bei uns in der Verbandsgemeinde zu einem Erfolgsprojekt steuern. Vielen Dank. Dank von uns. Herzlichen Dank an alle. Ja, vielen Dank. Das ist sehr ermutigend für uns. Ja, danke für das Vertrauen. Finde ich toll. Sehr gerne. Herr Hallerbach, jetzt laufen wir weiter. Ja, genau.